Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eure Sony PSP ganz einfach an einen HD-Fernseher anschließen könnt, um so die wunderbare Bibliothek dieses kleinen Handhelds auf der großen Leinwand genießen zu können. Viel Spaß! Die PSP hat eine sehr exzellente, aber auch sehr exklusive Bibliothek mit haufenweisen RPGs, vielen Ablegern bekannter Franchises oder auch herausragender Remakes klassischer Spiele, die ihr nirgendwo anders spielen könnt. Ich zeige euch, wie ihr diese Spiele standesgemäß auf einem großen Fernseher spielen könnt. Dieser sollte das Vollbitverfahren oder Progressive Scan unterstützen und ihr benötigt einen PSP-HDMI-Konverter. Meiner ist von Legavo, ich habe ihn bei amazon.de bestellt und er hat 40 Euro inklusive Versand gekostet. Der Konverter ist klein und handlich und somit gut in der Nähe der Konsolen oder des Fernsehers zu verstauen. Er kommt mit einigen Zubehör, wie zum Beispiel einem HDMI-Kabel oder einem Netzwerkanschluss. Das Design ist schlicht, aber robust. Vorne befindet sich der Anschluss für die PSP über VGA. Und hinten findet ihr den HDMI-Anschluss, den Netzwerkanschluss und einen Audioausgang. Die PSP schließt ihr per mitgelieferten Kabel an den Konverter an. Hierfür benötigt eure PSP einen Videoausgang, welcher erst ab dem 2000er-Modell eingeführt wurde. Dies bedeutet, dass die PSP 1000 und die PSP Go für dieses Feature nicht geeignet sind. Das Kabel könnt ihr mit ein wenig Druck ganz leicht an die Unterseite der Konsole einführen. Und den VGA-Anschluss des Kabels steckt ihr in den Konverter und schraubt ihn fest. Dann per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und das Netzteil an den Konverter und an die Steckdose stecken. Und schon sind alle Kabel angeschlossen. Jetzt könnt ihr eure PSP einschalten. Dann geht ihr in den Settings auf Connected Display Settings und stellt dort die Komponent- bzw. D-Terminal-Output auf Progressive. Danach könnt ihr über Switch Video Output das Bild auf euren Fernseher umschalten. Und jetzt könnt ihr auch schon losspielen. Eure PSP wird jetzt quasi zum Controller runterdegradiert. Es kann vorkommen, dass das Spiel nicht den ganzen Bildschirm ausfüllt. Dafür gibt es einen Zoom-Knopf am Videoausgangskabel und schwupps, schon wird das Spiel in Vollbild dargestellt. Die Qualität ist dabei kaum von dem eines PS2-Spiels zu unterscheiden. Ja, das war also mein kleines Tutorial-Video, um eine PSP an einen HD-Fernseher anzuschließen. Ich hoffe, ihr genießt die PSP genauso sehr wie ich und dass ich euch helfen konnte, noch ein wenig mehr aus dieser kleinen Konsole herauszuholen. Schreibt mir doch mal, ob euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns bald wieder. Euer Jan. Tschüss!